und heilen es relativ gut und relativ schnell. Du merkst Fortschritte. Und wie gesagt, jetzt im Moment geht es relativ in kleinen Schritten vorwärts, aber es geht vorwärts. Dass etwas nicht gut ist mit dem Fuß, habe ich eigentlich erst gemerkt, nachdem es 2 Wochen lang nicht besser geworden ist. Passiert ist das Ganze eigentlich in einem Training während der Nazi-Pause. Die Schmerzen waren eigentlich aushaltbar und da im Schleifschuh das Ganze eigentlich recht kompakt und steif ist, ist es gegangen. Klar, mit einer Schmerztablette. Ich wusste, dass es eine schwere Schulterverletzung ist. Aber mit ein paar Tagen Abstand musste ich machen, sagen, es ist, ja, wenn man einen guten Zeitpunkt kann man vielleicht nicht sagen, aber ja. Jetzt meine Wochen Zeit gehabt, um an meinen Schwächen zu arbeiten. Und ich wusste ein Modell davon, an was es liegt, dass die Saison nicht so gut gestartet ist. Für mich persönlich, ich will es wahrscheinlich manchmal einfach zu gut machen. Ich will alles richtig machen und das geht einfach nicht. Und durch das, dass ich meine Stärken fast ein bisschen aufheben, durch das, dass ich mir so viel Druck mache immer. Und das gilt es sicher zu ändern, wenn ich wieder aufs Eis komme. Ja, es brennt sehr stark unter den Füßen, das ist klar. Je länger es geht, je mehr. Und wie gesagt, wird langsam ein bisschen ungeduldig. Es ist eher ein Müssen zuschauen, ja, nicht ein Dürfen. Es ist ja immer schwierig, weil man gerne helfen würde. Kann nicht. Und ja, es schießt einfach an.